abspeedet. Zack, 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 zack. Kopftuch rockt ja richtig rein, ja. Was haben wir denn hier? Ah, die schöne Musik. Nadelhölzer. Krieg ich einen Tannenschapfen? Ja, ich weiß, in Majora's Mask gab es diese Echsen, die immer so... Ach cool, man kann sich so richtig hier oben festhalten. Oh, sieht das cool aus. Oh, ist das cool. So. Ach nee, ich kann ja nicht ins Wasser. In dem Eiswasser sterbe ich ja. Wollte sonst gerne gucken, ob hinter dem Wasserfall was ist, aber in dem Eiswasser werde ich jämmerlich verrecken. Schade eigentlich. So. Was denn hier denn? Oh, wow. Wow. Damit hätte ich die ja richtig platt machen können. Was ist es? Oh, es ist natürlich wieder zerbrochen. Am ersten neuen Gegner. Bang! Oh nein, die Hacke zerbricht gleich schon. So geile Waffen, ja. Er haust zweimal auf die Gegner. Die sind dann auch tot. Aber die Waffe ist halt schon wieder hin. Oh, hier haben Chili. Die waren die ganze Zeit hier? Habe ich das letzte Mal irgendwie übersehen. Findet man doch mal immer wieder Neues. Wild. Grillwild. Was? Nein, ich möchte nicht warten. Damit auch hacken kann? Aber nicht. Oder ich brauche ein Feld. Oh, die Musik ist so schön hier. Ach, das ist hier dieses Zelda-Zeichen, oder? Noch mehr Chili. Nein! Ich hätte nochmal springen sollen, kurz bevor ich unten war. Oh. Da ist er um die Ecke gesprungen. Um die Ecke. Okay. Link. Richtig krass. Okay, das ist einfach nur das Zeichen. Warum schleichst du, Link? Ich dachte, hier ist noch irgendwas. Scheinbar nicht. So. Hep. Komm. Naja. War jetzt Versuch. Nün. Juhu! So, durch das Fenster. Oh. Jetzt. Nün. Oh. Nün. Oh. Hallo? Schuh. Du hast die Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich deine Kraft gewinnen. Bitte Ausdauer. Ich möchte also einen Ausdauer-Container. Das ist ja cool. So sei es. Oh, der sieht auch cool aus.
Schwing. Ausdauercontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht die maximale Ausdauer. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich mir gehofft habe, aber ich beschwere mich nicht. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Jo, gebonkt. So. Gibt's hier noch was? Ah, eine Kiste. Ein Reisebogen. Aber mal noch einen davon. Link, what the fuck are you doing? I'm looking for rubies. Der König blieb einfach da oben. Ich weiß nicht, ob er noch oben ist. Das letzte Mal ist er, glaube ich, einfach so dismaterialisiert. Dematerialisiert nennt man das dann. Weil ich kann reden. Da ist doch schon ein Stück, was ich dadurch mehr habe. Link, da ist eine... Ja, genau, eine Leiter. Nutze sie. Nutze sie und dir wird auch genützt, geholfen. Mal gucken, ob er noch da oben steht. Dong, 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 dong. Nö. Hat sich einfach dematerialisiert. War dann weg. Was mir jetzt aber so ganz spontan in den Gedanken kommt. Oh, oh, Link. Ganz, ganz vorsichtig. Aber wenn es einer schafft, diese Zinnen zu erklimmen, diesen Turm, besser gesagt, dann ist das Link. Und wenn mich da oben was erwartet, dann könnte das wieder einer dieser Crocs sein. Wir sind ja eh immer in den strangesten Orten. Nö, der Robby. Ach, nicht Robby. Ich habe gerade Robby unten gelesen. Es leuchtet wirklich. Oh Gott. Muss aber bis ganz hoch. Ah, und hier habe ich so einen Ausguckpunkt, wo ich mich einfach festhalten kann. Untersuchen. Na. Ich hab so langsam raus, wo die sind. Ui, du hast mich entdeckt. Besamen mich. Tschüssi. Ciao. Link guckt ihn an. Und er guckt zurück. Mit seiner Erntemaschine am Rücken. Da hinten. Lass mich schon wieder ablenken. Wir werden irgendwo anders hingehen. Also ins links Bergen. Juhu! Kann ich in der Luft eigentlich? Ja. Kann ich. Oh. Einfach in der Luft dematerialisiert. Auch cool. So, jetzt holen wir uns mal Pferdchen ab. Ah, da oben. Unsere Ausdaueranzeige wird oben rechts auch noch. Ja, guck, das habe ich jetzt erst gerade ebenso rausgefunden, dass man auf Baumwipfel klettern kann. Okay, nicht um Ziele zu sehen, aber dass man da sich richtig festhält, dass man da Ausdauer regeneriert. Epona kommt wohl nicht. Kann auch daran liegen, dass es einfach nicht bis hier hochklettern kann. Oh! Hallo? Nein. Bam. Kiste. Ein Reisebogen. Dafür ist kein Platz mehr in deiner Tasche. Ja, bringt jetzt auch nichts, da irgendwas noch reinzutun. Oh nein, die Octoroks sind wieder da. Schnell. Nein, nicht B drücken. Ah. Aus.
Ja. Ein bisschen im X laufen. Hast du da drüber? Bonk. Das war wohl nichts. Oh nein, die explosiven Fässer sind wieder da. Okay, ganz ruhig. Sehr schön. Hola! Das heißt, die anderen, die haben dann auch mehr als nur zwei Ausdauerpunkte. Die einfarbigen Pferde. Nein, nicht ins Wasser! Oh, da, da. Terry chillt auch. Oh nein, ich hab's wieder überanstrengend. So, aber eigentlich wollte ich Schluss machen. Es ist genau 0 Uhr. Oh, sorry, sorry, sorry. Ey! Ey! Nö, ich behalte mein Pferdchen. So, wir drehen schon mal in die richtige Richtung. Wir speichern. Team speichern. Speichern. Und ich bedanke mich. Mit einer sterbenden Stimme. Ich habe heute so viel geredet. Wo es hier bei Zelda deutlich weniger ist. Weil ich einfach, weil das Spiel ja genügend sagt. Ich muss ja nur kommentieren dazu. Bei Factorio und Oxygen Not Included war es ein bisschen schlimmer heute, so gegen Mittag und Nachmittag. Weil ich da dauerhaft nur erzählt und geredet habe. Das war schon ein bisschen schlimmer. Ja, da kannst du auch mal sehen, Hoge, so sieht das ganze Ding aus, wenn diese Sticks da, diese Joysticks, in das Display gesteckt sind. Und ich habe da die dann rausgenommen und die sind dann quasi ein bisschen getrennt voneinander, diese äußeren Teile, auf so eine Art Gamepad aufgeklimmt. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Das hat einen griffigen Griff, so einen rauen Griff, einen guten Griff bietet. Das ist richtig cool. Ja, ich werde jetzt meine Stimme schonen und ich hoffe, morgen geht es dann weiter bei Zelda. Ja, auf jeden Fall. Weiß noch nicht wann. Gucke ich einfach, ob ich Lust habe. Vielleicht streamen wir auch noch irgendwas anderes. Können wir vielleicht nochmal andere Spiele spielen. Und ja, wir werden auf jeden Fall Impa dann suchen beim nächsten Mal. Die soll ja im Dorf Kakariko sein. Das soll von hier aus Nordenstraße entlang sein. Also sollte jetzt auch nicht mehr so weit sein. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft dann gut später. Was auch immer ihr noch macht. Und danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.